Hallo und herzlich willkommen zur Grundlagen der CAD. Heute schauen wir uns ein Objekt an, was wir von einem Foto abzeichnen, weil wir keine ordentlichen Unterlagen haben. Wir starten, nachdem wir das Projekt angelegt haben, mit den ersten Informationen zum Gebäude. In diesem Beispiel arbeiten wir nur mit dem Erdgeschoss, mit der standardlichten Raumhöhe 2,60 m und der Bodenplatte Dicke von 25 cm. Das Gebäude erzeugen wir und das CAD springt automatisch in die Parametergrundrisse. Das ignorieren wir. Wir gehen hier unten in den Bereich Scan/Karte und hier können wir dann einen Scan hinzufügen. Wir wählen oben die höchste Auflösung, um die Qualität zu halten, und den Scan laden wir hier oben links. Sie müssen wissen, wo die Datei liegt. Wir arbeiten hier jetzt mit dem Erdgeschoss und das laden wir hier rein. Das wird jetzt alles ein bisschen springen, also die ganze Anzeige. Dann einfach kurz warten, bis Sie sich wieder daran gewöhnt haben. Also das blinkt ein bisschen alles viel. Wir haben hier jetzt ein blaues Raster, was wir hier drauflegen können. Und hier unten drunter haben wir jetzt das Foto. Das Foto müssen wir noch richtig drehen, dass alles passt. In dem Fall einmal nach rechts, dafür klicke ich hier diesen Button an und das Ganze hat sich gedreht. Und jetzt muss ich das Ganze noch irgendwie skalieren, dass gleich meine Zeichnung und meine Zeichenunterlage einigermaßen gleich ist. Und dafür lege ich das Raster hier auf meine Zeichenunterlage. Und Sie sehen, ich habe jetzt oben links den Punkt gewählt und rechts den Punkt, dass die Zeichnung nicht ganz gerade ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Sie sehen hier auch einen riesigen Knick im Foto. Das habe ich natürlich bewusst so gewählt, um Ihnen zu zeigen, dass es auch mit nicht perfekten Unterlagen geht, ein sehr gutes Objekt zu erfassen und zu zeichnen und dass das auch kein so großer Aufwand ist. Deshalb legen Sie die Punkte dahin, wo Sie sie brauchen, sodass nachher die Skalierung auch hier wunderbar ist. Hier oben habe ich 5,25 m als Breite und 11,67 m als Länge. Und ich scrolle jetzt ein bisschen ran, um mir diese Ecke genauer anzugucken, um wirklich den Versuch zu machen, es so genau wie möglich da in die Ecken zu legen. Das gleiche mache ich auch hier unten rechts mit der Ecke. Je genauer ich hier arbeite, desto genauer wird nachher mein ganzes Ergebnis von meiner Zeichnung. Das schadet also nicht. Es muss nicht perfekt sein, aber je genauer man ist, desto besser. Die 5,25 Meter und die 11,67 Meter trage ich hier ein anhand der Farbskala. Sie sehen an dem blauen Raster, dass da links ein eine grüne Farbe ist und unten eine gelbe Farbe, so dass wir wissen, wie wir die Legende zu füllen haben. Hier sagen wir jetzt einfach Scan übernehmen und der hinterlegt mir das Ganze. Hier in diesem Beispiel haben wir den Luxus, dass wir einiges an Werten haben. Das heißt, wir können uns hier einiges erarbeiten. Wir fangen einfach an, indem wir dann jetzt in den Bereich Wände gehen und wir starten mit unserem geschlossenen Außenwandzug. Sie müssen sich entscheiden, wo Sie anfangen zu zeichnen. Oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Das ist vollkommen Ihnen überlassen. Und in dem Fall fange ich jetzt hier oben links an, klicke meinen Punkt einfach und kriege hier ein blaues Gummiband, an dem jetzt meine Wand ist. Und ich trage über meine Nummern auf der Tastatur einfach meinen Wert ein und ersetzt mir automatisch die 5,25. Auch, wie gesagt, wenn das hier nicht perfekt ist, wir haben das so gut skaliert, dass wir jetzt hier mit den Zahlen, die wir sehen, genau arbeiten können und nachher sehr gut arbeiten können. Ganz leicht sehen wir hier jetzt auch, wie sich eine Konstruktionslinie gebildet hat. Das ist der Punkt, wo die Wand automatisch hinspringt. Und da wir zwei Konstruktionslinien haben, eine von oben nach unten, eine von links nach rechts, finde ich hier automatisch meinen Fangpunkt bei 5,25,5 und kann somit ganz schnell mein Objekt fertig machen. Jetzt haben wir hier Wandstärken, die wir noch machen müssen. Oben 10,5 und an der Seite 45,5. Ich nehme jetzt die 45,5 und
mache das Ganze fertig. Jetzt muss ich hier natürlich die Seitenwände anpassen, denn wir haben ja hier eine andere Stärke als für die Nord- und Südwand. In dem Fall sind es 18,5, nicht 10,5, da habe ich eben nicht genau gelesen. Und dann trage ich die hier einfach ein an der Stelle. Ich muss natürlich hier alles links markieren. 18,5 und schon haben wir hier rechts und links ganz einfach dünne Wände, so wie sie in der Zeichnung auch hinterlegt sind. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie ein paar weitere Wände reinkriegen und das geht auch ganz schnell. Denn hier sehen wir zum Beispiel die 5,13,5. Ich wähle meine Innenwand aus, das ist die hier rechts neben der Außenwand. Und damit ich auf die 5,13,5 genau komme, kann ich von diesem Eckpunkt über Rechtsklick einen Punkt einmessen. Ich kriege ein rotes Gummiband und gebe wieder über meine Tastatur die 5,13,5 an. Da habe ich eine Weg zu viel besetzt. 5,135. So, jetzt passt es. Ich glaube, ich habe das Kommata vergessen. Und somit setzt er mir automatisch jetzt die Wand genau auf die richtige Stelle. Na, 5,13,5. Und ich mache hier eine Wandstärke von 24, war das. Zack. Auch wenn das hier wieder nicht passt, das hier oben ist ja schon alles verschoben, deshalb passt das mit diesem Abstand. Weil der Rest passt. Es muss nicht passen. Wir müssen nur wissen, dass die Außenwände ordentlich sind und dass der Rest passt. Und dann können wir damit arbeiten. Das gilt dann auch für diese kleine Wand hier mit 2,13,5 Meter, die ich hier einmessen muss. 2,135. Und dann habe ich auch die hier dann schon im richtigen Abstand drin. Und die ist 1,5 lang. Und wieder 0,24 dick. Und das können wir alles machen. Das gilt dann auch für hier diese Innenwand. Die ist dann hier wieder 2,25. Zack. Und dann schließe ich die mit meiner oberen Wand ab. Die ist jetzt 0,1 dick. Tada. Und die ist 1,26 Meter. Hier zum Einmessen 1,26 nach oben. Und dann ziehe ich auch die Wand rein. Und setze ich hier auch wieder 0,1. Und die letzte Wand, die kleine hier, ist nochmal 1,135 Meter. Die setze ich hier hin, setze sie nach oben und habe hier auch nochmal 0,1. Und habe somit mein ganzes innere Gebäude. Nein, da fehlt noch eine Wand, die mit 3,51 Meter nach oben weg ist. 3,51. Zack, zack. Und dann noch 0,1 nach oben. Also nicht einfach dann die Wände nach unten zeichnen, nur weil es auf der Zeichnung so ist. Die Zeichnung ist ein bisschen verschoben, die ist ungerade. Deshalb arbeiten wir mit unseren Werten über die Tastatur, um das Objekt dann trotzdem mit ordentlichen Maßen hinzubekommen, dass unsere Berechnung dann in weiteren Schritten auch gut verläuft. Wir machen noch unsere Türen und Fenster rein. Oder hier im Essensraum gibt es auch einen Wanddurchstoß, den habe ich gerade aktiv, deshalb fange ich mit dem an. Dafür muss ich natürlich die Werte hier richtig eintragen mit 2,10 Meter als Höhe, um dann diesen Durchstieg auch richtig einzuzeichnen. Die Türe ist automatisch groß genug und dann zeichne ich hier noch meine Türen ein. Hier werden Standardwerte vorgeschlagen, die Sie verwenden können. Wenn Sie eigene Werte haben, müssen Sie die einfach nur über das Nummernfeld wieder eingeben und schon haben Sie die richtigen Werte drin. Hier oben sehen Sie noch eine Tür. Da es sich hier aber um eine Gartentüre handelt, nehmen Sie einfach Ihr Fenster, setzen das auf 2,10 Meter und auf 0 Euro die Brüstungshöhe und zeichnen Sie so das Fenster ein. Machen Sie das Ganze rückgängig, wenn Sie wieder zum normalen Fenster wollen. Und zeichnen Sie damit dann die restlichen normalen Fenster ein, die nicht bis zum Boden gehen. Und Sie sehen dann hier wunderbar in unserer CAD-Datei auf der rechten Seite, wie sich Stück für Stück unser Gebäude hier aufbaut, während wir zeichnen. Das Ganze schließen wir jetzt noch ab, indem wir hier ein Dach oben drauf setzen. Da kann ich einfach das Grundrissdach übernehmen. Da machen wir automatisch für Sie ein Dach fertig. Wir haben hier einen
kleinen Assistenten, mit dem sie noch gewisse Eigenschaften vom Dach anpassen können, wie den Neigungswinkel, wie den Dachüberstand, wie den T-Punkt oder den K-Punkt. Können Sie noch für jede Dachfläche individuell anpassen. Ansonsten nehmen Sie einfach die Standardwerte und wir setzen dann automatisch das Dach für Sie auf das Objekt. Somit bin ich fertig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr aus den Bereichen Gebäudeplanung, Energieeffizienz und Handwerk.